Ich bin Helge Peukert und bin an der Uni Siegen tätig. Wir sind hier am Dannröder Forst. Hier wird eine Autobahn gebaut, mitten durch den Wald. Und unsere systemtragenden Parteien, einschließlich der Grünen, haben das leider nicht verhindert. Zwei Drittel des weltweiten CO2-Ausstoßes stammen von, man möge es kaum glauben, 100 Großkonzernen auf dieser Welt. Und es muss eine Partei oder auch andere Gruppen geben, die sich mit denen bereit sind, anzulegen. Die deutsche Umweltpolitik ist leider weitgehend sozial ungerecht. Sie bevorzugt in gewissem Sinne die Mittel- und Oberschichten. Denn wenn der CO2-Preis steigt, können sich diese Schichten das gut leisten, andere aber weniger. Stattdessen wird der SUV mit viel Steuergeld, eine Art alternative Abwrackprämie, subventioniert und die Begüteteren können dann mit SUVs durch die Gegend fahren, kriegen Steuergeschenke und können sich noch dabei wohlfühlen. Mir wäre es lieber, wenn es zum Beispiel eine ökologische Vermögensteuer geben würde und die SUVs von der Straße verschwinden. Neben der sozialen Ungleichheitskomponente, dass also nur die Preise in gewissem Sinne ein wenig steigen, ist es auch so, dass Märkte nicht in der Lage sind, der ökologisch dramatischen Lage gerecht zu werden. Und deswegen wäre es meiner Meinung nach zum Beispiel sinnvoll, den Strombereich zu vergesellschaften. Ja, die Frage ist, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Und da sollte die EZB eben in eine neue Rolle geraten oder schlüpfen, indem sie nicht die Staaten raushaut, die nicht genug Steuern für die Wohlhabenden erheben, sondern die EZB sollte Geld auf den Tisch des Hauses der Staaten legen, dass hier die öffentliche Infrastruktur und die öffentlichen Güter finanziert werden können. Die Vorstellung der Linken bezüglich einer Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung finde ich absolut sinnvoll. Wir werden das auch brauchen, um die Polarisierung der Gesellschaft zu vermeiden. Es werden mehrere hundert Milliarden pro Jahr vererbt. Und wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann das, was Karl Marx mal an die Wand malte und bisher nicht eingetreten ist, dass es nämlich ein paar Reiche gibt und viele, die nichts haben. Und dann Prost Neuer. Mir haben die Proteste im Dannröder Forst Mut gemacht, weil hier selbstlose, vor allem junge Menschen, auch im kalten Winter ausgeharrt haben und sich für Wald und Flur eingesetzt haben. Insofern ist noch nicht alle Tage Abend und ich danke den Aktivisten und Aktivistinnen.